Jo, Sims 3, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3. Im letzten Part hat Annie Quentin kennengelernt. Komm hier, gleich mal dran schmeißen. Den haben wir von der Party, auf der wir ihn kennengelernt haben, bei Mandy und Derp, hier an den Teich gelockt. Kann man auf dem Teich Schlittschuh laufen? Ehrlich? Was ist das da? Was liegt da rum? Warum liegt da was? Was ist das? Brauche ich nicht verstehen. Prähistorisch Überbleibsel. Könnt ihr beide zusammen Schlittschuh laufen? Weiß ich nicht, wäre aber voll süß. Ah, die zwei sind so niedlich. Hier, das wäre doch jetzt was. Komm hier so vor schöner Szenerie. Naja, kitschig pinken Hintergrund halt. Hast ihm auf den Kinn geküsst, aber das üben wir noch ein bisschen. Das gab schon mal ordentlich in die Arme springen. Das kannst du vielleicht ein bisschen besser. Ah, Annie und Quentin mögen sich. Das ging aber recht. Also normalerweise brauchst du immer Ewigkeiten, bis Charaktere mal. Baby, Mann, ich glaube, es geht los. Dauert es immer Ewigkeiten, bis bei den Sims das so, dass es die scheinen füreinander gemacht zu sein. Und wenn sowas nicht lange dauert, dann ist das immer, dann soll das so sein. Ah, oh, du bist wie der Mond, du funkelst für mich. Ja, super. Soll ich dir mal mein Nudelholz? Kann der mal aufhören mit seinem Nudelholz? Das macht mich ganz fertig. Komm, Schlittschuh laufen. Vielleicht können wir ihn einladen, Schlittschuh laufen. Sieht zwar nicht ganz einbruchsicher aus, weil die Fische und so, weißt du, ne? Kann man? Sagen, er soll mitmachen? Nee. Jetzt muss er auch erstmal aufs Eis kommen. Okay, das mit dem Schlittschuhlaufen ist sowieso nicht so eine gute Idee, weil sie kann es nicht sonderlich gut. Nee, wir können ihm leider nicht sagen. Vielleicht kommt er ja auch mit dir jetzt aufs Eis Schlittschuhlaufen. Ja, guck mal. Oh, das ist ja super. Ja, gut, Schlittschuhlaufen, Schlittschuhglitschen, das sind zwei Dinge, die fast das gleiche. Drehen mit Quentin, das finde ich gut. Dreht euch mal zusammen, wenn ihr das auf die Reihe kriegt, ohne euch auf die Nase zu legen. Ha? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Na, wollt ihr euch jetzt miteinander drehen oder rumstehen? Pathfinding-Probleme. Ich rieche Pathfinding-Probleme. Nicht jeder Teich ist gleich, ne? Mal gucken, wie lange das dauert, bis das Spiel das Pathfinding hinkriegt. Gar nicht. Dann. Jetzt hat das Spiel das Pathfinding hinbekommen. Sehr gut. Ah. Unsere erste Party-Romanze, ob aus der wirklich was wird. Ey, sie sind wirklich ein ganz toller Kerl. Ui. Nicht sie wegfahren. Quentin hat sich fast auf die Nase gelegt. Annie auch. Na, das hätten wir doch. Da hätten wir doch schon mal was Schönes eingeleitet. Wie geht's Pony? Pony hat totale Sozialprobleme. Ja, dann würde ich sagen, können wir ihn nicht bitten, mit uns zusammen nach Hause zu gehen? Nee, leider nicht. Von ihm verabschieden kann sie sich jetzt auch schlecht, ne? Hör mal auf, dann kümmern wir uns um Pony. Kann man Pony hierher bringen? Das ist ja um die Ecke. Ich krieg kein Problem. Jetzt können wir uns noch ein bisschen um Pony kümmern. Er ist ja auch ein Pferdefreund, totaler Pferdenarr. Zumindest hat er ein Pony. So. Ich habe beschlossen, dass er jetzt ein Pferdefanatiker ist. Das ist bestimmt gut. Stacy ist nie rootbar. Wir müssen uns diesen Stacy nochmal irgendwann vornehmen. Annie, schaffst du es? Kannst du Ernteprodukt verfüttern? Ehrlich? Achso, wir haben ja Äpfel gekauft. Loben für Ausschimpfen, für Ferkel sein. Ferkel sein will ich nicht. Hallo, nicht einschlafen. Du, weil wir ein bisschen brauchen, bis wir hier wieder vom See runterkommen, heißt das nicht, dass du einschlafen darfst. So langweilig sind wir nämlich auch nicht. Nein, du gehst nicht nach Hause, du gehst wieder hier hin. So, du brauchst doch soziale Kontakte, dann benimm dich auch mal gefährlichst. Umarmen, streicheln, reden. Erstmal Nom Nom. Wir haben nämlich auch Hunger, wir müssen noch mal was essen. Ich habe heute jemanden ganz tollen kennengelernt, Pony. Und Mann, habe ich einen Hunger. Ach, Annie. Komm, dann wird man den Hunger wird man noch einmal für die Liebe seines Lebens unterdrücken können. Wo ist der jetzt eigentlich hin, der Quentin? Quentin ist wieder abgehauen, oder?
Wahrscheinlich ertrunken. Nee, da hinten kommt er. Gibt nur einen Pathfinding-Ausweg von diesem Teich. Diese Glitches. Zuneigung. Leckerchen geben. Oh, wie Quentin guckt. Nein! Nicht weglaufen. Huch! Jetzt hat sich das Pony vor ihm, glaube ich, erschrocken oder sowas. Okay, dann können wir beide mal nach Hause gehen. Quentin ist nach Hause gefahren, der hat nochmal so Tschüss gesagt. Tun wir jetzt einfach so. Ist getan. So, Pony kann dann schlafen. Wir können noch was essen. Was möchte ich sie machen? Etabliere eine gute Freundschaft mit Quentin. Mehr über Quentin herausfinden. Kissenschlacht mit Derp. Ich glaube, es geht los. Reste essen. So, und dann muss ich jetzt hier den ganzen Krempel, den wir gekauft haben, da reinpacken. Ja, Würstchen. Ja, einmal Würstchen. Eine Tomate, ein Würstchen. Aber hauptsache 1000 Äpfel gekauft. Naja, da kann man halt mehrere Gerichte mitmachen, ne? Oh ja, stimmt ja, wir haben unsere Feuerwehraxt bekommen. Können wir auch noch irgendwo aufhängen. Hier in der Küche. Ist doch total stylisch. In der Küche so eine Axt. Wer hätte nicht gerne eine Axt in seiner Küche hängen, ne? Falls jemand nicht gut kochen kann, weißt du gleich Bescheid. Gleich dafür sorgen, dass das kein Gesprächsthema mehr ist. So, über unsere Auszeichnungen hinpacken. Ach Mensch, da hat Anni mal eben schnell Quentin kennengelernt und dann ist das auch gleich das gleiche gerumst. Aber die haben ja auch gleich ne, füreinander so ein bisschen mehr empfunden. Gut, dann müsste jetzt die Party bei Mandy und Derp vorbei sein. Und wir könnten mal zu denen rüber wechseln. Wenn es nicht wieder buggt. Nee, alles in Ordnung. Na, ah, die Party läuft noch so ein bisschen. Mutter ist da. Was ist? Gataka? Jo, Wildherrschaft. Wir sind keine Sportler mehr. Stillstand, weil er lange nicht mehr befördert worden ist. Er ist bestimmt schon sehr lange nicht mehr zur Arbeit gegangen, nicht wahr, Derp? Lange keine Berichte mehr eingereicht. Was denn hier? Hä? Knudelt ihr euch oder was? Gute Bekannte, ist doch fast Schwiegermama. Nicht mit der Schwiegermama. Nicht mit der Schwiegermama streiten. Nicht mit der Schwiegermama streiten. Das macht man nicht. Ihr müsst euch gemeinsam lernen. Hä? Geht doch gar nicht. Die Hand des Sohnes anhalten, auch nicht schlecht. Saftiger Kuss. What the fuck? Saftiges Rumschmusen, saftiges Techtelmechtel. Was zum Henker wollt ihr? Spiel. Was zum Henker ist mit dem Spiel kaputt? Ach so, weil etwas angeheitert. Oh oh, das ist nicht so gut. Geht Derp schlafen? Derp geht schlafen. Das ist schon besser. Kannst du irgendwann wieder Berichte schreiben? Du hast doch neulich erst schreiben. Nee, nur ein Sachbuch. Wir müssen wieder Leute interviewen oder in fremden Mülltonnen wühlen. Und sie hat wenigstens immer noch ihre Karriere. Aber wir haben wieder keinen Auftrittsplan, ist in Ordnung. Ja, genau. Schön miteinander anfreunden. Schön miteinander anfreunden. Nicht streiten. Wir können ein Album verkaufen. Das wäre eine Idee. Es gibt wieder ein bisschen Geld. Wobei, die haben ganz gut Geld gerade. Spielfähigkeit prahlen, ist auch nicht übel. Nach Tag fragen. Alter, die Musik ist ja mega ätzend. Mega geworden. Alter, war ja richtig. Die war richtig ätzend. Geht's den Hundis beiden gut? Moment, wieso haben wir nur noch zwei Hunde? Wo ist denn unser Baby hin? Wieso haben wir nur noch zwei Hunde? Ja, Nudel beschnüffeln, aber wo ist Nudel? Die wird überhaupt nicht mehr angezeigt. Das Spiel hat unsere Nudel gelöscht. Wahrscheinlich haben sich unsere Sims nicht gut genug darauf gekümmert und sie wurde abgeholt. Das passiert ja gerne mal. Wo ist unser Babyhund? Oder sie haben sie verkauft. Das passiert manchmal. Ich habe zwar eine Sperre, wie viele Tiere besessen werden dürfen, aber die habe ich für die bestimmten Haushalte teilweise aufgehoben. Ich will ja auch an Nudel schnüffeln, aber Nudel ist verschwunden. Lost Nudel. Wo ist Nudel? Wo ist unser Baby? Unser Baby ist weg. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Spiel. So muss ich die aus dem alten Spielstand irgendwo versuchen zu importieren. Weil Tiere können ja nicht verschwinden. Die Oma hat ja auch noch 9 Stück, ne? Das wäre blöd. Enras.
Story Progression. Stadtoptionen. Laube, bla, Basisanzahl, Kinder, 3, fand ich immer Grundanzahl der Tiere. Ja, sowieso steht das sowieso auf 1. Machen wir mal 8. Achso, nee, das ist nur die Schwangerschaft bei Tieren. Ja, dann ist das doch eigentlich gar nicht verständlich, dass Nudeln nicht mehr da ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn er doch auch mit Nudel was machen will, sollen dann hier an Nudel schnüffeln, ja. Was ist denn Nudel? Gefährtin, Wurfgeschwister. Wieso Wurfgeschwister? Das ist doch unser Baby. Ja, aber wo ist die denn? Ich finde Nudel nicht. Bin ich blind? Das Interaktionsfenster ist nicht da. Aber sie ist vom Spiel noch geroutet. Also laut Spiel existiert das Tier noch. Das ist sehr verwirrend. Ist wahrscheinlich einfach nicht mehr bei uns in der Familie. Die wird bei einer anderen Familie sein, weil Sims verkaufen ja ihre Tiere Stück für Stück, wenn sie Babys haben. Dann werden wir wohl irgendwann mal die Nudel suchen müssen. Naja, ist jetzt nicht so, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, das Tier existiert noch. So, wie sieht das aus mit Schwiegermama? Haben wir uns inzwischen ganz gut angefreundet, gute Bekannte. Das ist in Ordnung. Kann man ihr sagen, dass sie bitte gehen soll? Bitten zu gehen. Ach, guck mal, jetzt sind wir befreundet. Dann reicht das. Es reicht. Geh schlafen. Nicht entspannen. Schlafen. 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 Was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Und wieso sind schon wieder alle Lichter an? Automatisch einschalten alle Lichter. Ausschalten alle Lichter. Automatisch einschalten alle Lichter. So, jetzt. Auf ins Bett mit dir. Alter. Aber sonst ist von der Party hier, naja, gut, ein bisschen dreckiges Essen und so. Passt schon. Was ist mit euch los? Ewig treu. Ach so, wegen dem Ruf ewig treu. 1240 Fahrzeuge wurden gelöscht. Gut, dass ich diesen Mod habe. Ganz ehrlich, es geht gar nicht. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo unsere Nudel wohnt. Vielleicht kann man das ja, wenn wir hier drüber fahren, sieht man ja mal, wer im Haus ist. Nee. Malagas auch nicht. Ich weiß nicht, ob man sieht, wo Tiere... Ich glaube, man sieht die Tiere nicht. Nee, sonst wären hier bei ihr Trasselier und Tiere drauf. Irgendjemand wird unsere Nudel adoptiert haben. Und wir müssen nur diese Person finden. Oh, die zwei kuscheln miteinander. Ist das süß. Ihr zwei süßen Schnuckipukis. Na gut, wie dem auch sei. Morgen ist Montag, soll heißen, Derp muss arbeiten. Schon ewig keine Berichte, ja. Soll heißen, wir müssen mal wieder Leute interviewen und dann böse Berichte darüber schreiben. Irina, du wirst wohl hoffentlich niemanden wecken hier. Ich will es dir auch geraten haben. 8 Uhr fährt der hier Mitfahrer-Typi. Soll heißen, der muss jetzt aufstehen. Wieso ist der Soziale so niedrig? Hast du die ganze Nacht gequakt mit den Leuten? Dann kannst du aufräumen. Und dann kannst du schnell etwas essen. Und zwar Brot mit Marmelade zum Frühstück ist in Ordnung. Mandy kann auch ein bisschen schlafen. Oh, Mandy, la 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 la, take it. Oh, wie das stinkt hier. Das ist ja ekelhaft. Der hat immer in seiner sexy Unterwäsche. Warum rennst du die ganze Zeit nur? Ich finde es immer blöd, wenn Sims die ganze Zeit lang nur rennen. Warte, da gibt es doch, glaube ich... Gibt es da nicht einen Befehl für, um das zu fixen? Gab es doch einen Befehl für irgendwie, dass man den Laufstil zurücksetzen konnte? Ach, ich glaube, das war nicht, dass da müsste ich die Error Trap installieren, ne? Ich glaube, da müsste ich die Error Trap installieren, um das zu können. Wenn ihr das noch wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Die Error Trap habe ich momentan nicht installiert. Ich dumm Batz. Ich bin blöd. Na, rennt er halt die ganze Zeit, was soll's. Man kann natürlich auch sagen, hier hingehen, gehen. Manchmal kann man es dann debuggen. Aber erstmal isst du jetzt. Schönes, leckeres Marmeladenbrot. Mh, das ist richtig nice. Er sieht schon lustig aus mit der Frisur. Er kriegt bald wieder seine Derp-Frisur. Wir müssen ihm die Zotteln irgendwann mal wieder abschneiden. Aber irgendwie hat das schon was. Haben ja auch sehr viele von euch geschrieben, dass sie ihn gerne mal eine Zeit lang mit langen Haaren sehen wollen, ne? Was ist hier los? In einen Werwolf verwandeln. Wieso macht ihr dann eigentlich ekliges Essen was aus? Soweit ich weiß, haben Werwölfe damit überhaupt gar kein Problem. Die stellen sich auch auf den Tisch und futtern das dann weg, ne?
Je gammeliger, desto besser. Nicht verschlucken, Derp. Derp ist heute wieder so derpy. So, dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege mit dem... Hast du es bald? Wie lange isst du denn noch an dem Brot? Du musst ja schon lange satt sein, Junge. Ja, das mit Gehen funktioniert. Was ist mit Gronkh schon wieder? Was hat er da schon wieder gemacht? Oh, den Hunis geht's nicht gut, weil niedriges Soziallevel. Komm, dann müsst ihr mal miteinander hier freundlich Kontakt knüpfen. Nicht anbellen, das macht man nicht. Anschmiegen, beschnüffeln und dann ein bisschen herumblödeln. Nicht verscheuchen. Nicht entspannen, junge Frau. Du kannst jetzt gleich mal hier entstopfen. Oh, toll. Pullern gehen und so, ne? Nächsten Raum gescheucht werden. Das ist so gemein. Mal den armen Rüdiger anscheuchen, das geht auch nicht. Du wolltest sie doch nur wecken, ist doch auch schon spät. Rüdiger doch gut gemacht. Mit Hunis muss man auch mal rausgehen und sich drum kümmern. Das kann man so nicht lassen. Zur Strafe darfst du jetzt hier gleich flunsch, 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 flunsch. Diese Erotik, wie sie in ihren erotischen Nachtwäscheklamotten da die Toilette entstopft. Sexy. Was ist jetzt schon wieder los? Ich protestiere gegen schlechte Unterwäsche in der Küche. Niemand sollte hässliche Unterwäsche in der Küche tragen. Noch mehr Erotik am Morgen. Sehr sexy da. Die Hunde sind am Heulen. Oh, die zwei sind so süß. Ich mag keine Blätter. Magst du Blätter? Ich mag keine Insekten. Insekten und ihre Laubblätter sind widerlich. Sie würde gerne was essen. Du kannst doch auch hier mal einen grünen Salat zum Frühstück essen. So, Dörp muss jetzt arbeiten. Das ist gut. Was willst du machen? Mein Friedhof bei Vollmond besuchen. Ich glaube, manche Dinge werden sich einfach nie erfüllen. Normaler Betrieb. Nee, du gehst das hart arbeiten, Dörp. Hart arbeiten. Oh, richtig hart. So, schönen Gartensalat. Ich hätte gerne mehr Sims bei mir, quasi zum Interagieren, weil immer, wenn die Sims arbeiten sind und sowas, dann ist das halt doch immer schon ein bisschen einsam, möchte man sagen. Wir können ja aber alle arbeiten. Wen können wir mal besuchen gehen? Ja, meine Manny müsste sich eigentlich auch wieder einen Job zulegen, ne? Sie müsste eigentlich auch hier am Park dringend, können ja mal danach zum verspielten Park gehen. Sich wieder einen Job holen, weil so ein paar Auftritte würde ich mir schon gerne wieder angucken. Und auch hier im Dingens, ne, ihr wisst schon, bei Lord Voldemort, ihr wisst schon wer, gibt es hier auch da, muss die Karriere starten? Nee. Müsste ich auch jemanden heraus Theater besichtigen mit? Nee, nee, wir müssen den Typen da rauslocken können. Den Eigentümer eigentlich. Wahrscheinlich ist der Eigentümer noch nicht da, weil es jetzt erst 8:30 Uhr, die kommen mir erst alle ein bisschen später. Hier können wir uns dann auch noch vorstellen. Gehen wir erstmal hier in den Park. Ich hätte gerne schon mal wieder einen coolen Auftritt. Wer ist hier der Veranstalter? Bist du der Veranstalter? Nee, das ist der Herr Sackholm. Der Herr Sackholm sitzt da einfach nur und chillt. Wo ist denn ja genau der Veranstalter? Ach, hier am Brunnen. Veranstalterin, Entschuldigung. Boah, die bist aber schon ein bisschen kalt angezogen. Warum ist da keine Vorstellung? In Kirch wieder. Scheißverein. Tschüss. Voll gut. Beschwert sich darüber, dass da nichts stattfindet auf der Bühne. Was hast du denn gedacht? Oh, wir fahren wieder mit unserer geilen Limo. Cool. Richtig nice. Also so, Casting für Konzert absolvieren. Kannst du gleich mal deine Konzertklamotten schmeißen, Mandy? Auch überall diese Schneemänner. Das finde ich schön, dass die Sims das so selbstständig machen mit den Schneemännern. Einfach in der Bewegung feststeht. Nein, möchte ich nicht. Und bloß nicht bewegen, nachher kommt die zu mir. Glitch. Alter, wenn mir jemand so eine schlechte Vorstellung abliefern würde, ich würde ja nicht, ne? Wenn ich auch einen Schneemann machen, ich will auch einen Schneemann bauen. Schneemann bauen, zufällig. Casting war großartig, Dienstag 18:30 Uhr. Ja, machen wir. Lass uns mal einen Schneemann bauen.
Do you wanna build a snowman? Oh, das Quentin da hinten auf seinem Pony. Doch nicht verguckt. Ich sag doch, der ist mal auf seinem Pony rumgelaufen. Ich kenne den dieses Do you wanna build a snowman als Text gar nicht. Warte mal, das kann man ändern. Do you wanna build a snowman? Lyrics. Wo haben wir's denn? Da. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I've never seen you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. Ja, das muss man so schief singen, weil das singt doch auch ein Kind. Wen haben wir denn hier? Ach, das ist Maxel. Guck mal, Maxel ist hier. Und da drüben haben wir den Micha. Und der süß. Was wird das für ein Schneemann? Was baust du da? Gibt ja verschiedene Sorten. Gibt ganz gruselige. Es gibt den Totschneemann. Finde ich voll gut. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I've never seen you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. Also die Malaga sind auch immer nie am Arbeiten. Das ist doch hier die Athena. Hallo, du bist Feuerwehrfrau. Du müsstest eigentlich arbeiten. Unglaublich. Was genau wird das jetzt für einer? Ach, so ein langweiliger, stinknormaler Lamer. Kannst du ja mal Hallo sagen, begrüßen. Kennt ihr euch schon? Kennst du die Mutter der Frau deines Schwagers? Ja, Bekannte nur. Sänger hier, Gesangstalent reden. Vielleicht können wir ja auch ein Album verkaufen. Austin ist auch immer überall, der arbeitet auch nie. Oh, du kannst ja voll gut singen. Bitte nackt zeichnen zu dürfen. Nee, lass mal lieber einen Schneemann bauen. Hallo, du hast doch Männer in den Schnee gesetzt. Oh, ist das süß, wie ein Männer da im Schnee hockt. Pups. Kenny Senec People? Plötzlich halbes Kind. Und im Schnee versunken. Beste Papa von Welt, ne? Oh, guck mal, Kind. Es ist hier so ein bisschen kalt, ne? Ich stopfe dich da mal direkt in den Schnee. Quentin fährt. Also, Quentin, ey, der hat auch nichts anderes, als mit seinem Pony durch die Gegend zu reiten. Ja, nicht zu jubeln, mitbauen. Wie sich freut, dass wir den bauen, ne? Ist klar. Helf mal mit, wollte gerade sagen hier. Am Ende da so im Schnee. Was? Ich? Und? Puff. Na, das wird eine lange Schneeball-Bauaktion. Ich brauche ja ewig dafür. Also ich habe meine Schneemänner schneller gebaut. Boah, ich müsste mal wieder einen Schneemann bauen, ey. Es muss mal wieder so doll schneien, dass man wieder mal... Austin! Austin, what the fuck? Alter, Austin hat den Schneemann... Ey, wenn du unseren Schneemann zerstörst, ne, dann mache ich dich platt. Hat er das gesehen, der arme Schneemann? Eiskalt Grey, boah. Und jetzt zermatscht der jetzt, guckt. Help! 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 So ein richtiger Help! Oh, wir haben ja so einen langweiligen, normalen Schneemann gebaut. Schneemann bauen. Nehmen wir mal einen Schneeengel, das ist auch cool. Das fährt hier einfach weg. Wenn du unseren Schneemann kaputt machst, Austin, ich sag's dir. Und puff! Schwing, schwing. Ja, sehr schön. Bisschen Winter-Action hier erleben. Nicht das schon nicht bei mir, weil es kein Schnee und so. Boah, Austin ist voll angespannt. Austin, sag ich schon, Dörf ist voll angespannt. Ja, ein bisschen ruhiger, es ruhiger angehen lassen. Du wirst vermutlich eh befördert. Eine schlechte Laune trägt da nicht unbedingt gut so bei, ne? Auf ihr guckt, wie so ein kleiner bedepperter Hund. Apropos Hund, wo ist unsere Nudel?